Mitte des 15. Jahrhunderts hatten sich die Medici in Florenz an die Macht gekämpft. Als Schutzherren einer Revolution in der abendländischen Kunst, der Renaissance, hatten sie der Stadt in Geschmacksfragen ihren Stempel aufgedrückt. Unter der neuen Führung von Lorenzo il Magnifico, dem Prächtigen, traten nun die größten Künstler auf den Plan, die die Welt je gesehen hatte. Botticelli, Leonardo, Michelangelo. Hinter dem Glanz aber lauerte Gewalt und eine schreckenerregende religiöse Gegenbewegung wuchs heran, die die Stadt, die Medici und die Renaissance an den Rand des Untergangs bringen sollte. Im August 1466 war die mächtigste Familie von Florenz, die der Medici, in Gefahr. Wie gemunkelt wurde, stand ein Staatsstreich rivalisierender Familien bevor, die entschlossen waren, die Stadt unter ihre Kontrolle zu bringen. Von ihrem Landsitz nach Florenz zurückgerufen, begaben sich die Medici auf die Heimreise. Ihre Sicherheit auf offener Landstraße hing von der Wachsamkeit der Brüder und Erben der Medici-Dynastie Giuliano und Lorenzo ab. Als der ältere Sohn ritt Lorenzo voraus, um sicherzustellen, dass dem Vater unterwegs nichts zustoßen würde. Aber die Mörder hatten es nicht auf Lorenzo abgesehen. Sie wussten, dass sie die Familie nur zu Fall bringen konnten, indem sie deren Oberhaupt, den Vater, beseitigten. Lorenzos schnelle Reaktion hatte die Familie vor einer Katastrophe bewahrt. Und die Medici behielten die Kontrolle über das politische und finanzielle Imperium, das Lorenzos Großvater aufgebaut hatte. Dieses Erbe hatte allerdings seinen Preis. Die Medici und ihre Anhänger hatten die eingesessene Bürgerschaft der Stadt in hohem Maße gegen sich aufgebracht. Die Stadt steckte daher voller Feindseligkeit und Groll gegen sie. Die Familie war verwundbar. Sie brauchte neue Verbündete, und zwar jenseits der Mauern von Florenz. Die Medici fühlten sich hinsichtlich ihrer Zukunft verunsichert und wussten sehr wohl um die Labilität ihrer Position in Florenz. Sie benötigten die Unterstützung von Familien mit militärischem Hintergrund und Sitz an einem anderen Ort. Daher wurde nun zum ersten Mal in der Geschichte der Medici-Familie außerhalb von Florenz nach einem Ehepartner gesucht.
Der Hochzeit Lorenzos lag politische Berechnung zugrunde. Die Eheschließung war von großer Bedeutung, weil so zwischen einer Florentiner Kaufmannsfamilie und einer der mächtigsten Familien des römischen Adels eine Verbindung geknüpft wurde. Die Familie Medici wurde dadurch quasi geadelt. Clarice Orsini war eine kluge Wahl. Als Tochter eines römischen Barons und Nichte eines Kardinals brachte sie Beziehungen, sozialen Status und militärische Schlagkraft in die Medici-Familie ein. Die Hochzeit wurde mit 5 prunkvollen Banketten gefeiert. Für die Freunde der Medici war es das Heraufdämmern einer aufregenden neuen Ära. Seit 3 Generationen verdankte die Stadt ihre kulturelle Identität dem Mäzenatentum der Medici. Florenz war zu einem Ort umfangreicher kultureller Produktion geworden, an dem Künstler um den nächsten großen Auftrag wetteiferten. Für die Werkstätten waren die Geschäfte nie besser gelaufen. In so einer Werkstatt muss außerordentliches, totales Durcheinander geherrscht haben. Da eilten Mäzene aus und ein, um entstehende Werke zu begutachten und neue in Auftrag zu geben. In der einen Ecke wurden Farben gemischt, in der anderen an Steinblöcken gemeißelt, in wieder einer anderen etwas in Bronze gegossen. Der als Meister an der Spitze stehende Künstler war unterdessen wahrscheinlich dabei, neue Geschäfte auszuhandeln. Er verwarf Unbrauchbares, gab seine Meinung ab, machte Vorschläge. Wir müssen es uns als einen durchorganisierten Ort schöpferischer Brillanz und zugleich chaotisch vorstellen, mit ganz viel Schweiß, Schmutz und Unordnung. Die Medici hatten sich den Ruf erworben, in Geschmacksfragen für ganz Italien tonangebend zu sein. Schon war ihnen ein begabter junger Künstler aufgefallen, der sich an einem radikal neuen Stil versuchte. Unter der Gönnerschaft der Medici sollte er neues Terrain erobern und die Renaissance entscheidend prägen. Er hieß Sandro Botticelli. Der junge Botticelli war an der Schaffung eines wirkungsstarken Medici-Mythos beteiligt. Sein Gemälde L'Adorazione dei Magi, Anbetung der Könige, rückte Lorenzos Familie in unmittelbare Nähe zur Geburt Christi. Es verherrlichte Lorenzos Vater, seinen Bruder und ihn selbst. Aber es enthielt auch ein Selbstporträt. Botticelli malte sich inmitten der Freunde der Familie. In einer so wechselhaften Stadt wie Florenz war es unverzichtbar, über Beziehungen zur richtigen Familie zu verfügen. In 1469 gerieten die Medici erneut in eine ungewisse Lage. Wenige Wochen nach der Heirat erlag Lorenzos und Giulianos Vater Cosimo endgültig seiner Krankheit. Sein Tod rückte Lorenzo schlagartig ins Rampenlicht.
Die wichtigsten Männer der Stadt kamen in unser Haus, um uns Trost zu spenden und mir nahezulegen, die Sorge um den Staat auf mich zu nehmen, wie mein Vater und mein Großvater es getan hatten. Natürlich standen meine jugendlichen Empfindungen ihrem Vorschlag entgegen, und angesichts der Schwere, der Bürde und der Gefahren stimmte ich nur widerwillig zu. Der Augenblick, in dem er zum ersten Bürger von Florenz, zum wichtigsten Mann der Stadt wurde, war ungeheuerlich. Ich glaube nicht, dass er wirklich wollte, sondern dass er keine Wahl hatte, weil er sehr exponiert auf der Bühne Europas, ja der Welt stand. Es wird erwartet, dass er die Kontrolle übernimmt. Lorenzo war nun das Oberhaupt der Medici-Familie und der mächtigste Mann von Florenz. Er erbte die Position an der Spitze und wurde zum Paten der Menschen in Florenz, zum Maestro della Bodega, zum Oberhaupt des Geschäfts. Und es lässt sich wohl behaupten, dass sein Geschäft ganz Florenz umfasste. Lorenzo fand mühelos in seine neue Rolle und öffnete der Bevölkerung von Florenz seine Tore. Die Medici waren mittlerweile schon lange an der Macht. Sie waren politisch sehr gewitzt und hatten, glaube ich, begriffen, dass die Massen des armen Volkes eine eigene Stimme entwickeln und Einfluss ausüben konnten. Lorenzo wusste, dass er dem Rechnung tragen musste. Er versuchte, sich nach allen Seiten abzusichern. Gegen die Gaben, die sie sich leisten konnten, bot Lorenzo den einfachen Menschen der Toskana seine Hilfe an. Das Prinzip, vermittels persönlicher Loyalität zu regieren, war typisch für den Mittelmeerraum. Auf ganz ähnliche Weise hat die Mafia Süditalien jahrhundertelang beherrscht. Es handelte sich um eine Gesellschaft, die auf persönlicher Bekanntschaft gründete. In weiter Ferne gab es eine Regierung und in der Lebenswirklichkeit jemanden, der die Macht ausübte. Rasch breitete sich ein Netzwerk gegenseitiger Gefälligkeiten über die Toskana aus. Es bestand aus den Freunden der Freunde, den Amici delle Amici. Lorenzo. Indem Lorenzo Gefälligkeiten anbot und über einen sehr großen Freundeskreis verfügte, war er in der Lage, in der Stadt im Grunde wie ein halber Diktator seinen Willen durchzusetzen. Weder die Bücher noch die Verfassung oder ein Gesetz verliehen ihm einen Titel gemäß der Macht, die er tatsächlich ausübte. Die Tiefen des Medici-Palastes bargen eine beredte Darstellung von Lorenzos außerordentlicher Macht. Die freskengeschmückte Kapelle der Heiligen Drei Könige. Über alle vier Wände hinweg ritten dort drei Generationen der Medici-Familie durch die Hügel der Toskana. Hunderte von Freunden und Anhängern umringten die Familie und ebenso Fürsten und Könige aus Übersee und die exotischsten Kreaturen, die Florenz je erblickt hatte. Der Augenblick, in dem er zum ersten Bürger von Florenz, zum wichtigsten Mann der Stadt wurde, war ungeheuerlich. Ich glaube nicht, dass er wirklich wollte, sondern dass er keine Wahl hatte, weil er sehr exponiert auf der Bühne Europas, ja der Welt stand. Es wird erwartet, dass er die Kontrolle übernimmt. Lorenzo war nun das Oberhaupt der Medici-Familie und der mächtigste Mann von Florenz.
Er erbte die Position an der Spitze und wurde zum Paten der Menschen in Florenz, zum Maestro della Bodega, zum Oberhaupt des Geschäfts. Und es lässt sich wohl behaupten, dass sein Geschäft ganz Florenz umfasste. Lorenzo fand mühelos in seine neue Rolle und öffnete der Bevölkerung von Florenz seine Tore. Die Medici waren mittlerweile schon lange an der Macht. Sie waren politisch sehr gewitzt und hatten, glaube ich, begriffen, dass die Massen des armen Volkes eine eigene Stimme entwickeln und Einfluss ausüben konnten. Lorenzo wusste, dass er dem Rechnung tragen musste. Er versuchte, sich nach allen Seiten abzusichern. Gegen die Gaben, die sie sich leisten konnten, bot Lorenzo den einfachen Menschen der Toskana seine Hilfe an. Das Prinzip, vermittels persönlicher Loyalität zu regieren, war typisch für den Mittelmeerraum. Auf ganz ähnliche Weise hat die Mafia Süditalien jahrhundertelang beherrscht. Es handelte sich um eine Gesellschaft, die auf persönlicher Bekanntschaft gründete. In weiter Ferne gab es eine Regierung und in der Lebenswirklichkeit jemanden, der die Macht ausübte. Rasch breitete sich ein Netzwerk gegenseitiger Gefälligkeiten über die Toskana aus. Es bestand aus den Freunden der Freunde, den Amici delle Amici. Lorenzo, indem Lorenzo Gefälligkeiten anbot und über einen sehr großen Freundeskreis verfügte, war er in der Lage, hatte die Familie vor einer Katastrophe bewahrt. Und die Medici behielten die Kontrolle über das politische und finanzielle Imperium, das Lorenzos Großvater aufgebaut hatte. Dieses Erbe hatte allerdings seinen Preis. Die Medici und ihre Anhänger hatten die eingesessene Bürgerschaft der Stadt in hohem Maße gegen sich aufgebracht. Die Stadt steckte daher voller Feindseligkeit und Groll gegen sie. Die Familie war verwundbar. Sie brauchte neue Verbündete, und zwar jenseits der Mauern von Florenz. Die Medici fühlten sich hinsichtlich ihrer Zukunft verunsichert und wussten sehr wohl um die Labilität ihrer Position in Florenz. Sie benötigten die Unterstützung von Familien mit militärischem Hintergrund und Sitz an einem anderen Ort. Daher wurde nun zum ersten Mal in der Geschichte der Medici-Familie außerhalb von Florenz nach einem Ehepartner gesucht. Der Hochzeit Lorenzos lag politische Berechnung zugrunde. Die Eheschließung war von großer Bedeutung, weil so zwischen einer Florentiner Kaufmannsfamilie und einer der mächtigsten Familien des römischen Adels eine Verbindung geknüpft wurde. Die Familie Medici wurde dadurch quasi geadelt. Clarice Orsini war eine kluge Wahl. Als Tochter eines römischen Barons und Nichte eines Kardinals brachte sie Beziehungen, sozialen Status und militärische Schlagkraft in die Medici-Familie ein. Musik.
Die Hochzeit wurde mit 5 prunkvollen Banketten gefeiert. Für die Freunde der Medici war es das Heraufdämmern einer aufregenden neuen Ära. Ihre Sicherheit auf offener Landstraße hing von der Wachsamkeit der Brüder und Erben der Medici-Dynastie Giuliano und Lorenzo ab. Als der ältere Sohn ritt Lorenzo voraus, um sicherzustellen, dass dem Vater unterwegs nichts zustoßen würde. Aber die Mörder hatten es nicht auf Lorenzo abgesehen. Sie wussten, dass sie die Familie nur zu Fall bringen konnten, indem sie deren Oberhaupt, den Vater, beseitigten. Lorenzos schnelle Reaktion hatte die Familie vor einer Katastrophe bewahrt. Und die Medici behielten die Kontrolle über das politische und finanzielle Imperium, das Lorenzos Großvater aufgebaut hatte. Dieses Erbe hatte allerdings seinen Preis. Die Medici und ihre Anhänger hatten die eingesessene Bürgerschaft der Stadt in hohem Maße gegen sich aufgebracht. Die Stadt steckte daher voller Feindseligkeit und Groll gegen sie. Die Familie war verwundbar. Sie brauchte neue Verbündete, und zwar jenseits der Mauern von Florenz. Die Medici fühlten sich hinsichtlich ihrer Zukunft verunsichert und wussten sehr wohl um die Labilität ihrer Position in Florenz. Sie benötigten die Unterstützung von Familien mit militärischem Hintergrund und Sitz an einem anderen Ort. Daher wurde nun zum ersten Mal in der Geschichte der Medici-Familie außerhalb von Florenz nach einem Ehepartner gesucht. Sie brauchte neue Verbündete, und zwar jenseits der Mauern von Florenz. Die Medici fühlten sich hinsichtlich ihrer Zukunft verunsichert und wussten sehr wohl um die Labilität ihrer Position in Florenz. Sie benötigten die Unterstützung von Familien mit militärischem Hintergrund und Sitz an einem anderen Ort. Daher wurde nun zum ersten Mal in der Geschichte der Medici-Familie außerhalb von Florenz nach einem Ehepartner gesucht. Der Hochzeit Lorenzos lag politische Berechnung zugrunde. Die Eheschließung war von großer Bedeutung, weil so zwischen einer Florentiner Kaufmannsfamilie und einer der mächtigsten Familien des römischen Adels eine Verbindung geknüpft wurde. Die Familie Medici wurde dadurch quasi geadelt. Clarice Orsini war eine kluge Wahl. Als Tochter eines römischen Barons und Nichte eines Kardinals brachte sie Beziehungen, sozialen Status und militärische Schlagkraft in die Medici-Familie ein.
Die Hochzeit wurde mit 5 prunkvollen Banketten gefeiert. Für die Freunde der Medici war es das Heraufdämmern einer aufregenden neuen Ära. Seit 3 Generationen verdankte die Stadt ihre kulturelle Identität dem Mäzenatentum der Medici. Florenz war zu einem Ort umfangreicher kultureller Produktion geworden, an dem Künstler um den nächsten großen Auftrag wetteiferten. Für die